Willkommen zu Kita Today, unserem fast alltäglichen Kita-Format. Mit mir ist meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Hallo, ich bin Rechtsanwalt Klaus, wir sind beide von den Kita-Rechtlern. Und tja, eine Schwangerschaft wird ja wohl häufig doch eher eine freudige Information sein. Jedenfalls hoffen wir das für die meisten Fälle. Und dann schließt sich ja dann nach der ersten großen Aufregung auch gleich die Frage an, wann erzähle ich das denn taktisch am besten meiner Kita-Leitung, meinem Träger, damit die sich ja dann irgendwie darüber Gedanken machen können, muss ich ins Beschäftigungsverbot, wie sieht's aus mit Ersatz, mit Stellvertretung oder, und dieser Gedanke ist ja eigentlich auch naheliegend, muss ich das überhaupt? Muss ich überhaupt über eine Schwangerschaft ganz formell, proaktiv meine Leitung, meinen Träger unterrichten? Frau Kollegin, bitte. Nein, muss ich nicht. Tatsächlich, das kann ich ganz allein für mich behalten. Irgendwann wird man es natürlich sehen, wenn alles normal verläuft. Und das ist auch ganz gut so, weil dann kommen vielleicht irgendwann die Fragen. Aber ich muss darauf auch nicht antworten. Der Datenschutz gibt mir diesbezüglich alle Freiheiten, das Ganze für mich zu behalten, wenn ich es denn möchte. Ich habe dann natürlich gegebenenfalls das Problem, dass mein Arbeitgeber eben auch keine Schutzmaßnahmen ergreifen kann, denn er weiß ja nicht positiv davon, dass ich tatsächlich schwanger bin und ob er vielleicht mich oder mein ungeborenes Kind in Gefahr begeben würde. Nee, der Satz passt jetzt nicht ganz. Ne? Also ob er mich irgendwie schützen, ob er Schutzmaßnahmen ergreifen muss, um für mich da zu sein und für mein ungeborenes Kind. Wow, da geht der Datenschutz wirklich ganz, ganz weit. Und ich bekam das heute Morgen so ein bisschen als Fangfrage gestellt. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Wann muss der Träger unterrichtet werden über eine Schwangerschaft? Und dann meine ich so, ja, naja, wahrscheinlich kann man so 2 Monate oder 1,5 oder 3 oder ich weiß es nicht. Und bekam dann von Frau Kollegin ein strenges Niemals. Wieder was gelernt. In dem Sinne, bleibt gesund. Möchte natürlich noch eine Sache ergänzen. Also natürlich ist es irgendwann durchaus auch eine Frage der Fairness, weil du hast es ja gerade schon angesprochen im Vorwort sozusagen. Es muss ja dann auch irgendwann Ersatz beschafft werden oder dafür gesorgt werden. Insbesondere, wenn die meisten Leute ja dann die meisten Frauen ja dann hinterher nach dem Mutterschutz auch noch in Elternzeit gehen. Heißt also, ab irgendeinem Punkt, wo ich mir diesbezüglich sicher bin, wäre es auch eine Frage von Schutz- und Treuepflichten, ob ich das dann nicht vielleicht doch sage. Aber erstmal muss ich es nicht verraten. Dem habe ich nicht viel hinzuzufügen. Heute haben wir es ja jetzt hier gerade mit den Wortfindungsstörungen. Ihr habt verstanden, was wir als Botschaft rüberbringen wollten. In dem Sinne, jetzt aber bleibt gesund, haltet durch. Bis dahin. Ciao. Tschüss.